magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Wow, das macht sicher Spaß. Macht es. Aber mein super langer Pinsel ist zerbrochen. Jetzt komme ich oben nicht mehr dran. Wir helfen dir. Morphin, verwandle dich in einen Feuerwehrwagen. Dann kannst du sie hochheben. Oh nein, die Farbe ist leer. Ich muss Nachschub besorgen. Darf ich so lange ein bisschen malen? Du kannst dort unten malen, aber das wird mein allerbestes Werk. Also sei ordentlich und bleib innerhalb der Linien. Mach ich. Kannst du auf das Bild aufpassen? Na klar. Morphin, verwandle dich in einen Pinsel. Oh, oh, wir haben vergessen, die magischen Haustiere im Tierladen zu füttern. Morphin, verwandle dich in ein Rennauto. Morphin malen. Also eine Sache will ich euch sagen. Ich liebe einfach, was ihr gemalt habt. Helft ihr mir mit dem nächsten Bild? Nicht innerhalb der Linien zu malen macht so viel Spaß. Hey, Papa, spielen? Ich habe gerade keine Zeit, Mila und Morphin. Bitte, Papa. Später, versprochen. Ja. Tante Augustine. Hallo, meine Lieben. Seht mal, was ich gefunden habe. Wer ist das? Das sind ich und dein Papa, als wir Kinder waren. Hä? Ich sehe es mir später an. Ich bin zu beschäftigt. Ihr könnt es behalten. Was vorbei ist, ist vorbei. Bis später. Danke. Ich liebe es. Papa! Ja, Papa als kleiner Junge sieht lustig aus. Was vorbei ist, ist vorbei.
Wir können mit dem magischen Haustier Bruder Zeit zurückreisen. Bruder Zeit, bitte bring uns in die Zeit, als Papa ein Kind war. Da, das ist Papa als kleiner Junge. Er braucht unsere Hilfe. Morphle, verwandle dich in einen Bagger, um ihn auszugraben. Hui! Ich hab doch nur Verstecken gespielt. Mein Lieblingsspiel. Entschuldige, Papa. Hä? Ich bin Louis. Und ich bin seine große Schwester Augustin. Wie heißt ihr? Ich bin Mila. Und das ist mein magisches Haustier Morphle. Er kann sich in alles verwandeln. Wow, das ist super. Das ist mal was Neues. Seht mal. Ja, darf ich auch? Hallo nochmal. Papa, Tante. Louis und Augustin. Was macht ihr denn hier? Wir wollen noch mehr spielen. Yay! Will jetzt spielen. Wie wär's mit Verstecken, Louis? Ich mein, Papa. Hä? Das war mein Lieblingsspiel. Wow, sind das du und Tante Augustin? Ja, Mila. Wir waren jeden Winter auf der Eisbahn Schlittschuhlaufen. Morphle mag Schlittschuhlaufen. Das macht bestimmt Spaß. Lass uns im Garten eine Eisbahn bauen. Dann können wir auch Schlittschuhlaufen. Morphle, nicht Eislaufen. Eiswürfel sind doch keine Eisbahn, Morphle. Wir müssen viel mehr Wasser einfrieren für eine Eisbahn. Eisbahn? Wir brauchen ein magisches Haustier, das Dinge einfrieren kann. Ich weiß auch schon welches. Atmo! Wow! Morphle, verwandle dich in einen Elefanten. Dann holen wir Wasser, das Atmo einfrieren kann. Super! Los, füll das Becken mit Wasser. Hey, dieser Anzug darf nur trocken gereinigt werden. Dieser Anzug darf nur in die Trockenreinigung. Morphle, saug das ganze Wasser aus dem Garten von Herrn Wanderbus. Morphle will auch Eisbahn. Oh nein! Morphle, verwandle dich in einen Roboter und rette Atmo. Morphle hat Atmos magische Kraft benutzt, um alles einzufrieren.
verwandle dich in einen Drachen und schmelze das Eis mit deinem Feueratem. Niemand vereist den Polizisten Freeze. Niemand friert Polizist Freeze ein. Nicht in meiner Stadt. Mila und Morphle, was um Himmels Willen ist hier los? Entschuldige, Tante. Wir bauen eine Eisbahn im Garten, aber Orville hat Edmo gestohlen. Oh. Da bist du ja. Orville, warum hast du alles eingefroren? Edmo ist müde. Entschuldigung, Edmo. Orville will auch eine Eisbahn haben. Wenn du versprichst, lieb zu sein, kannst du uns bei der Eisbahn helfen. Orville, Schlittschuh? Ja. Ja. Los geht's. Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber. Ups, ich hab ganz vergessen. Ich hab keine Schlittschuhe. Als du gesagt hast, ihr baut eine Eisbahn, dachte ich, du brauchst die vielleicht. Das waren meine. Aber jetzt sind sie mir zu klein geworden. Wow, danke, Tante Augustine. Die hast du auf Papas altem Foto getragen. Sie passen mir perfekt. Veloso ist so süß. Felipe, sie wird bestimmt zum flauschigsten Schaf gewählt. Das hoffe ich. Mila und Morphle, bürstet ihr weiter? Ich füttere die Schweine. Klar. Sie spielt gerne im Schlamm, aber lasst sie bloß nicht. Wir brauchen sie flauschig und sauber. Willkommen beim Wettbewerb um Petsybergs flauschigstes Schaf. Ja, leg los, ja. Oh nein. Wow. Veloso, komm zurück. Es tut mir leid. Ich weiß, wie wir die Schafe zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Superheldenanzug. Und Orville, verwandle dich in einen Superheldenanzug für Felipe. Superheld! Los, finden wir die Schafe. Wie geht das? Schäfchen, psst. Wir müssen leise sein, Orville. Schafe mögen keine lauten Geräusche. Thank you.
Der Gewinner des flauschigsten Schafswettbewerbs ist... Der Gewinner ist... Veloso! Wow! Hihi! Ich kann das Heißluftballonrennen kaum erwarten, Morphle. Yay! Rennen! Der Erste am Strand gewinnt diese goldene Trophäe. Ich will sie! Ich will sie, Onkel John! Lass uns mitmachen, um sie zu gewinnen. Ah, ah, ah! Das Rennen ist nur für Heißluftballons, okay? Hä? Dann klauen wir einen Heißluftballon und gewinnen das Rennen. Die Trophäe wird uns gehören. Ja. Hey! Barky! Barky! Was ist da los? Oh nein, die Banditen schießen mit Erbsen auf die Ballons. Ah, ah. Hilfe! Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug und rette Tante Augustine. Stark. Morphle, verwandle dich in ein Kissen. Oh, Schreck. Diese bösen Banditen. Jetzt müsst ihr das Rennen gewinnen. Schnell, beeilt euch. Große Hände, um Felipe und Barky zu retten. Oh. Ja, los! Super! Da ist die Ziellinie. Yay! Die Gewinner sind Mila, Morphle, Felipe und Barky. Barky, ich hatte solche Angst. Wartet, wo ist mein Heißluftballon? Der kostet ein Vermögen. Das ist alles deine Schuld. Hey, wo ist Troy? Da ist ein riesen Monster da draußen. Das ist bloß Orphel. Morphle, verwandle dich in einen Drachen und jag Orphel davon. Orphel will nur spielen. Du kannst mit uns spielen. Okay, Morphle, flieg los. Wuhu!
wir ihn. Das war so lustig. Habt ihr das gesehen? Muffel, verwandle dich in einen Roboter. Er ist zu glitschig. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Tut mir leid, dass wir Sie erschreckt haben. Okay, bringen wir diesen stinkenden Troyfish nach Hause. Das war die beste Halloween-Party der Welt. Es war sicher die stinkigste Halloween-Party der Welt. Wow! Juhu! Ich kann's kaum erwarten, all die coolen Dinos im Dino-Park zu sehen. Wow! Was ist los, Troy? Ich dachte, sie würden sich bewegen und brüllen wie echte Dinosaurier. Das wäre echt cool. Animi könnte sie zum Leben erwecken. Dino-tastisch! Wow, das macht Spaß! Super! Dinos entkommen. Wir müssen sie finden, bevor sie die Stadt verwüsten. Lasst uns unsere Walkie-Talkies benutzen. Hallo, Ankylosaurus. Bitte komm mit mir zurück in den Dino-Park. Mila, der Ankylosaurus ist auf dem Spielplatz und er zerquetscht alles. Nicht in meiner Stadt. Sie steckt in der Schaukel fest. Ich glaube, sie will nur spielen. Verwandle dich in einen Ballmorphel. Ich bin froh, dass ich die Tickets gewonnen habe. Aber ich hatte genug Dino-Abenteuer für einen Tag.
haben gerade Helpbot für die Wissenschaftsmesse fertig gemacht. Sie hilft am besten. Gut gemacht, Mila und Morphe. Ah, da ist also meine alte Brille. Oh, da bist du ja, Techie. Auch ein magisches Haustier? Ja, Techie kann elektrische Dinge kontrollieren. Er kann auch super reparieren. Oh nein, 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 nein. Wow. Hallo, Mila und Morphe. Bereit für die Wissenschaftsmesse? Hi, Ansel. Ja, wir haben Helpbot gemacht. Guck mal. Ich habe auch einen Roboter gemacht. Einen Superhelden-Roboter. Er heißt Torfel. Ansels Roboter ist besser als meiner. Er wird bestimmt bei der Wissenschaftsmesse gewinnen. Okay, Techie. Kannst du sie reparieren? Sie muss wirklich hilfreich sein. Hey! Helpbot ist so hilfreich. Barky! Was haben die Kinder jetzt gemacht? Oh-oh! Morphel, verwandle dich in einen Superhelden! Ich wollte einfach mit Barky Gassi gehen! Gern geschehen! Ich wollte nur die Straße überqueren. Gern geschehen. Tut mir leid, Tante Augustin. Helpbot wollte nur helfen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Danke. Gern geschehen. Nehmen wir das Banner. Enzo, ich muss dir etwas gestehen. Ich habe das magische Haustier Techie benutzt, um Helpbot zu reparieren. Und das war falsch. Das war geschummelt. Ich will sie selbst reparieren. Kannst du mir dabei helfen? Klar. Der Preis für den ersten Platz der Wissenschaftsmesse geht an Enzo für seinen fantastischen, sich verwandelnden Superheldenroboter. Danke. Gern geschehen. Augustin hat gesagt, dass sie jemanden braucht, der groß und stark ist. Um alle Zutaten für ihren Kuchen zu tragen. Kuchen? Hier ist eine Liste mit dem, was ich brauche, Morphel. Oh, du bist es, Orphel. Papa muss dich stattdessen geschickt haben. Es wird schwer sein, also. Hallo, Tante Augustin. Wir sind hier, um die Einkaufsliste für den Kuchen zu holen. Ich habe sie schon Orphel gegeben. Oh oh, Orphel hat Tante Augustins Liste. Finden wir heraus, was er vorhat, Morphel. Brauche Eier. Milch.
Holla, Mila und Worfel. Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Hi, Felipe. Was ist los? Während ich die Schweine gefüttert habe, hat jemand den Hof verwüstet. Gute Detektivarbeit, Morphel. Ich glaube, Orphel hat den Bauernhof verwüstet und Tante Augustins Kuchenzutaten geklaut. Wir werden dir helfen. Morphel, verwandle dich in einen Kran, um das zu reparieren. Morphel, verwandle dich in einen Schäferhund. Dich in eine Kehrmaschine, um das Mehl wegzuräumen. Gut gemacht. Danke, Mila und Morphel. Ihr seid die Besten. Braucht ihr noch etwas? Mehl? Aber wir haben es weggefegt. Nicht alle. Ich habe 2 Taschen in der Scheune, aber sie sind sehr schwer. Morphel, verwandle dich in einen Roboter. Zwei Morphels? Welcher hat denn meine Zutaten? Ich kann den Bürgermeister nicht länger auf den Kuchen warten lassen. Ich muss sofort mit dem Backen anfangen. Meine Zutaten. Sie sind ruiniert. Es ist nicht Orphels Schuld, Tante Augustin. Er wollte nur helfen. Das mag ja stimmen. Aber was soll ich mit dem Kuchen des Bürgermeisters machen? Oh, Mila, Liebes. Das ist genug für 2 Kuchen. Das magische Wort sage. Okay. Verwandlus Hasus. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, unsere Nummer beim Talentwettbewerb vorzuführen. Lass uns eine andere probieren. Verwandlus Pinselus. Orphel macht Magie? Oh ja. Die besten Magier haben alle Assistenten. Stell dich hierher und bewege deine Arme so. Magie einfach. Verwandlus Löwus. Oh. Orphel, nicht gut. Oh, Orphel, nicht weinen. Vielleicht ist Magie nicht dein Ding. Wie wäre es, wenn du Herrn Wenderbus und Barky bei ihrer Nummer hilfst? Mit einem magischen Haustier, das sich verwandeln kann, werden wir den Talentwettbewerb bestimmt gewinnen. Ah, mein süßer kleiner Barky. Geht es dir gut, Herr Barky Kings? Orphel, du bist nicht gut im Hundetraining. Warum versuchst du es nicht mit Jonglieren? Orphel jonglieren? Mit einem magischen Haustier könnte ich diesen Grießkram Herrn Wenderbus besiegen. Du hast alle meine Muffins gegessen. Jetzt habe ich nichts mehr, womit ich jonglieren kann. Mach dir einen Propeller.
Die Talentshow fängt gleich an. Als nächstes haben wir Mila, die Magierin. Mila? Morphel, wo ist mein Hut? Mila hat Hut. Nein, mein Zauberhut. Ich kann keine richtige Magierin ohne Hut sein. Morphel macht Magie. Wir haben eine Gewinnerin. Der Talentshowpreis geht an Mila, die Magierin. Und die magischen Haustiere. Vergiss nicht, wenn du zu viel Eis isst, verlierst du für eine lange Zeit deine Verwandlungskräfte. Ich hab mein Portemonnaie vergessen. Eiscreme! Onkel Jorn bezahlt. Ich hab kein Geld, Winston. Ich dachte, du hast welches. Wenn du kein Geld hast, musst du den Eiswagen klauen. Ich will Eis. Komm schnell, aus deinem Wagen leckt überall Schokoladensoße. Oh, meine arme Eiswagen. Morphel, verwandle dich in ein... Oh! Mila! Eiscreme! Jemand durstig? Ich habe ganz viel frischen Apfelsaft vom Bauernhof mitgebracht. Papa! Die Banditen haben den Eiswagen geklaut und Morphel ist drin. Los, holen wir ihn zurück. Ich glaube, wir brauchen die Hilfe eines magischen Haustiers. Gruff! Yay! Er kann Sachen hochheben. Da sind sie. Morphel nicht verwandeln. Morphel hat zu viel Eis gegessen. Graf, heb uns über den Stau. Halte durch, Morphel. Wir kommen. Graf, heb uns über den Fluss. Ausverkauft! Oh nein! Es gibt keine Eise mehr und allen ist es sehr heiß. Ich habe eine Idee. Papa, können wir deinen Apfelsaft mit ihnen teilen? Klar, gute Idee. Morphel, verwandle dich in eine Slushy-Maschine. Ha ha ha!
Käse ist delicioso. Ich werde es in meine Menü aufnehmen. Ja! Einmal für dich, Edmo. Animi. Aquali. Leckerlis. Und? Entschuldige, Dobbler. Das war die letzte Schachtel mit magischen Leckerlis. Gute Idee, die Leckerlis zu verdoppeln, Dobbler. Hi, Mila und Morphle. Wollt ihr in unser Team? Yeah! Wir kommen total gerne in euer Team. Toll! Affe will auch Team sein. Ja! Yay! Juhu! 3-0 für unser Team. Gutes Spiel. Wir sind dran. Team Affe. Los, wir spielen. Guten Tag, Mila und Morphle. Guten Morgen. Ist das das magische Haustier, das einen in die Vergangenheit schicken kann? Ja, das ist es. Du bist so ein schlauer Junge. Vielleicht meint ihr Bruder Zeit. Das ist er. Das hier ist Telefox. Wir sind's. Danke für die Info. Oh nein, es sind die Banditen. Schick uns in die Dinosaurierzeit, Bruder Zeit. Jetzt können wir ein Dinosaurier-Ei klauen. Mit einem Haustier-Dino können wir so viel Unfug in der Stadt anstellen. Oh nein! Wir müssen Winston und Jorn zurückholen, bevor sie einen Dino klauen. Wo sind Jorn und Winston hin? Ja! Da sind sie! Ich
Ich habe ein Dinosaurier-Ei, das gehört mir. Wir sind in Gefahr. Schnell, Morphle, verwandle dich in einen Roboter, damit wir sie retten können. Meine neuen Rollschuhe an. Wow! Kommt ihr mit mir in den Park? Ich will ein paar neue Tricks üben. Können wir auch gehen, Papa? Klar. Vergesst eure Rollschuhe nicht. Bis gleich. Hui! Aber ich hab doch gar keine Rollschuhe. Du kannst mein altes Paar ausleihen. Die sind irgendwo da oben. Yay! Hier. Louis Lichtgeschwindigkeit Inline Skates. Ah, wie hab ich die geliebt. Danke, Papa. Die sind super. Ups. Na ja, da wächst du rein. Aber noch sind sie zu groß. Ich habe eine Idee. Ich bitte das magische Haustier Inkra, mich groß genug zu zaubern, um in die Rollschuhe zu passen. Inkra, bitte mach mich groß. Es funktioniert. Danke. Wow, wow, wow. Mila, riesig. Ja. Zu groß für Papas Rollschuhe. Hey, wir können von hier oben den Park sehen. Da ist Enzo. Groß sein macht total Spaß. Onkel Jorn, sieh mal, da sind Mila und Morphle. Und sie sind Riesen. Ich bin mir sicher, ein magisches Haustier hat Mila so groß gezaubert. Ich will das magische Haustier. Ich will es. Dann kann ich richtig, richtig, richtig großes Eis machen. Entschuldigung, wenn ich nicht mit meinen Freunden spielen kann, will ich nicht groß sein. Mila und Morphle, ich brauche eure Hilfe. Die Banditen verbreiten Chaos.
Sie machen alles in meiner Stadt groß. Ho, dich auch. Sie haben sich Inkra geschnappt. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Ja. Fahr los. Whee! Oh. Inkra, ich hab dich. Morphle, verwandle dich in einen Käfig, um die Banditen zu fangen. Hey, Onkel Jorn, Hilfe! Oh nein! Nicht immer Spaß, groß zu sein. Los, gehen wir in den Park und sehen Enzo bei seinen Rollschuhtricks zu. Dieses Paket kam gerade von Polizist Freeze als Dankeschön fürs Banditeneinfangen. Wow, neue Rollschuhe. In genau meiner Größe.